Liebe Zuschauer, ich habe jetzt die Ehre, hier den allerletzten Termin von unserem Stand von der AGV auf dem Katholikentag moderieren zu dürfen. Ich habe bei mir einen hochkarätigen Gast, nämlich den bayerischen Minister des Innern, Joachim Herrmann. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir das kartellbrüderliche Du verwenden werden, also nicht, dass es zu Irritationen kommt. Und lieber Joachim, vielen Dank, dass du dir extra für die AGV hier die Zeit genommen hast, heute nach Stuttgart zu kommen. Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Ich finde es ganz toll, dass der Katholikentag stattfindet. Ich finde es ganz toll, dass der AGV wieder einen ordentlichen Stand gestaltet hat. Kann mich noch an meinen Besuch in Münster beim Katholikentag, auch beim AGV-Stand erinnern. Und insofern eine gute Tradition. Jetzt ist es so gewesen auf diesem Katholikentag, dass die Unionsspitze erstaunlich schwach vertreten war. Also ich glaube, wenn ich mir angucke, welche Spitzenpolitiker hier waren, es war zum Beispiel, klar, der Ministerpräsident da, der Bundespräsident, das war Olaf Scholz da oder Bärbel Baas, aber aus der Unionsspitze war es sehr, sehr schwach. Wie kannst du dir das erklären? Ist das der neue Umgang mit dem C in der Union? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich jetzt nicht mit den anderen Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen habe, warum jetzt wer wie nicht da war oder wo die sonst waren oder wichtigere Verpflichtungen hatten und dergleichen. Ja, natürlich die Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen befinden sich jetzt schon in Koalitionsverhandlungen und. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann nur sagen, ich bin auf jeden Fall wieder gerne gekommen. Sehr schön. Die katholische Kirche in Deutschland befindet sich ja jetzt seit einigen Jahren im Kreuzfeuer der Kritik. Glaubst du, dass so ein Katholikentag oder dass dieser Katholikentag insbesondere ausreichend war, um ein starkes Signal zu senden? Jedenfalls war es jetzt wichtig, natürlich vor allen Dingen nach den 2 Jahren Corona-Pandemie, dass überhaupt der Katholikentag wieder stattgefunden hat, dass sich viele treffen konnten. Und ich hoffe, dass jede Zusammenkunft im Moment eigentlich wieder nach vorne bringt. Natürlich haben wir einerseits eben den Stillstand durch die Corona-Pandemie gehabt. Wir haben zum anderen natürlich diese schwierige Missbrauchsdiskussion in der katholischen Kirche, wo doch leider in der Vergangenheit der ein oder andere nicht ganz die richtigen Worte dazu gefunden hat. Das irritiert immer noch viel. Aber auf der anderen Seite, wir haben nach wie vor Millionen Menschen in unserem Land und wir haben vor allen Dingen Milliarden Menschen weltweit, die an Gott glauben, denen es wichtig ist, einer christlichen Kirche anzugehören. Und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, was uns das heute bedeutet und letztendlich auch in der Bevölkerung insgesamt ein Stück weit von unserer Begeisterung für unseren christlichen Glauben auch rüberbringen. Und da kann ein Katholikentag eigentlich nur gut sein. Du hattest gerade die Pandemie angesprochen. Aus unserer Sicht, aus der AGV-Sicht, mussten wir beobachten, wie, egal ob bei Protestanten oder jetzt bei uns Katholiken, die Kirche an Bedeutung in der Gesellschaft verloren hat. Es waren die Baumärkte plötzlich wichtiger als die Kathedralen. Wo glaubst du, ist oder wie kannst du diesen Wandel quasi bewerten? Also ich würde mich jetzt der Einschätzung, die Baumärkte wären wichtiger als die Kathedralen, nicht anschließen. Natürlich ist es so, dass Leute, die, wo es um Umsätze geht, um Arbeitsplätze, hier sich laut bemerkbar gemacht haben. Und die Kirchen haben natürlich selbst sehr viel Verantwortungsbewusstsein gehabt. Und ich erinnere mich gut, für mich war das auch schrecklich, wie Ostern 2020 niemand in die Kirche gehen durfte. Aber man muss da schon klar sagen, das war ja nicht nur vom Staat aufoktroyiert, sondern der Papst in Rom hat selbst klar gesagt, nein, in dieser Situation feiert er keine öffentliche Messe im Petersdom an Ostern 2020. Und wir müssen natürlich sehen, dass natürlich gerade angesichts, wenn man mal ehrlich ist, des hohen Seniorenanteils, den wir typischerweise in vielen unserer Gottesdienste haben, dann natürlich auch viele in beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland auch das besonders hohe Risiko gesehen haben, dass da dann Menschen, die besonders vulnerabel sind, auch angesteckt werden. Also das war sicherlich auch vom Verantwortungsbewusstsein geprägt, auch wenn ich mir selbst zeitweilig auch nicht ganz sicher war, ob alle Regelungen hier notwendig so waren. Es ist jetzt einfach mal so gewesen. Jetzt können wir jedenfalls wieder völlig uneingeschränkt Gottesdienste feiern und ich würde mir wünschen, dass jetzt wieder mehr Mitchristen diese Möglichkeit auch wahrnehmen, denn jetzt liegt es nicht mehr an Corona-Beschränkungen, wenn die Kirchen nicht voll sind, sondern daran, dass manche sich vielleicht erst wieder aufraffen müssen. Du hattest gerade vom Papst gesprochen. Ich wollte kurz auf deinen Besuch vor einem Monat zurückkommen. Da warst du nämlich bei unserem Kartellbruder Papst Emeritus Benedikt und hast mit ihm unter anderem über die Rolle der Kirche im Ukraine-Konflikt gesprochen. Wie kann aus deiner Sicht Religion ein Teil vielleicht dieses Friedensprozesses sein?
Also der aktuelle Anlass für meinen Besuch war zunächst, dass Benedikt ja am Karlsamstag seinen 95. Geburtstag gefeiert hat. Da hat es nicht unmittelbar gepasst und dann habe ich 2 Wochen später ihm ausdrücklich die Grüße der Bayerischen Staatsregierung des Freistaats Bayern überbracht und ihm herzlich gratuliert. Er ist natürlich körperlich schon sehr geschwächt, aber er ist geistig voll da und insofern habe ich schon auch mit ihm kommunizieren können. Ja, wir haben natürlich auch über den schrecklichen Krieg in der Ukraine gesprochen und insgesamt über die Situation. Ja, ich bin der festen Überzeugung, wir müssen gerade auch vor dem Hintergrund dieses Krieges natürlich über Religion sprechen. Es sind Christen, auch die allermeisten in der Ukraine sind Christen. Wir haben leider eine Position der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau, die diesen Krieg ausdrücklich begrüßt und unterstützt, was sicherlich für die Mehrzahl der Menschen in der Ukraine und auch für uns hier als Christen in Deutschland nicht nachvollziehbar ist. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir deswegen nicht über Religion sprechen. Wir haben, denke ich, eine Verpflichtung, möglichst Frieden zu schaffen, aber wir haben auch, denke ich, eine klare Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, die verfolgt sind. Aber klar nochmal, ja, wir müssen uns zu unserem christlichen Glauben bekennen. Wir müssen über Religion reden, gerade in diesen Zeiten. Das sollte nicht ausgeklammert werden, sondern es ist, gerade wenn es um Frieden, aber natürlich eben auch Frieden in Freiheit entsprechend geht, da ist es auch wichtig, über Religion, auch über Religionsfreiheit zu reden. Das ist etwas, was unsere Gesellschaft auszeichnet. Du bist nicht nur bayerischer Innenminister, sondern seit 2018 auch für den Bereich Integration zuständig. Wie weit spielt Religion in deinem Bereich dort eine Rolle? Das spielt eine natürlich sehr, sehr wichtige Rolle, weil wir natürlich spüren, es gibt Menschen, die ja deswegen auf der Flucht sind, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Natürlich haben wir bei der Integration auch die große Herausforderung, dass unter den Flüchtlingen der letzten Jahre auch viele mit muslimischen Glauben gekommen sind, wo sich natürlich für unsere Gesellschaft besondere Integrationsherausforderungen stellen. Viele leben natürlich ihren Glauben ganz selbstverständlich friedlich und auch mit entsprechenden Respekt und Toleranz gegenüber Andersgläubigen. Leider ist das nicht bei allen der Fall. Auch insofern wichtiges Thema für Integrationspolitik, dass wir jedem, der auf Dauer bei uns leben will, schon nahebringen, zu unserem Grundverständnis gehört Religionsfreiheit. Unsere Gesellschaft in Deutschland ist von christlicher Tradition geprägt. Wir leben Religionsfreiheit. Wir respektieren auch die religiöse Überzeugung anderer. Wir erwarten aber auch von jedem, der auf Dauer bei uns leben will, umgekehrt diesen Respekt, diese Toleranz, dass Religionsfreiheit respektiert wird und niemand bei uns sozusagen mit einem intoleranten Verständnis unterwegs ist und sagt, es gibt nur seinen Glauben und gar unseren Glauben nicht respektieren will. Das kann natürlich nicht angehen. Auch das ist eine große Herausforderung für die Integrationspolitik in unserem Land. Lieber Joachim, du bist seit Studientagen überzeugter Couleurstudent. Wir sehen es heute auch als erster Gast an unserem Stand auch mit Band, also dafür schon mal großes Lob. Welche Rolle spielt aus... Das gehört zu farbentragenden Verbindungen dazu. Sehr schön. welche Rolle spielt aus deiner Sicht das Couleurstudententum in der heutigen Gesellschaft für dich? Und zum einen sind Farbentragen in einer Verbindung, einer wohlgemerkt im christlichen Bereich immer nicht schlagenden Verbindung, gehört einfach zu einer guten Tradition. Aber es ist natürlich mehr als das, mehr als Farbentragen. Es gehört die Freundschaft in den Verbindungen dazu, auch in den großen Organisationen wie dem CV, den KV und anderen Verbänden. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn ich an die CV-Prinzipien denke, wie eben auch Religio und Patria, dass wir auch dieses aktiv in der Gesellschaft leben und dass wir da auch als Couleurstudenten eine besondere Verantwortung haben, dies immer wieder in die Gesellschaft hineinzutragen. In der Tat Mitverantwortung für die Gesellschaft zu haben, aber auch Mitverantwortung dafür zu haben, dass wir auch unsere christlichen, unsere religiösen Prinzipien leben. Und das sage ich auch als Innenminister, auch mit großer Überzeugung, ich darf immer wieder daran erinnern, die allerersten Worte unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung in Deutschland sind in der Präambel im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk
dieses Grundgesetz gegeben. Das sind die allerersten Worte unserer Verfassung im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und da brauchen wir uns von niemand einreden zu lassen, dass hier mit strikter Trennung von Staat und Kirche, da gibt es eine Trennung, aber die ist eben nicht so, dass wir ein völlig laizistischer oder areligiöser Staat wären. Nein, es gibt am Beginn unserer Verfassung ein klares Bekenntnis dazu. Und genau das sollten wir gerade auch in der Arbeitsgemeinschaft christlicher akademischer Verbände auch leben. Lieber Joachim, eine letzte Frage zum Abschluss. Seit Friedrich Merz der neue, oder Kartellbruder Friedrich Merz der neue Partei und Unionschef ist, ist es etwas ruhiger um Markus Söder geworden. Woran liegt das? Seid ihr momentan in intensiven Vorbereitungen für den Landtagswahlkampf oder ist das ein neuer Umgang zwischen den beiden Unionsparteien? Also, ja, es ist auf jeden Fall dringend notwendig, dass wir jetzt wieder einen vernünftigen Umgang zwischen CDU und CSU haben. Das haben Friedrich Merz und Markus Söder auch klar miteinander vereinbart. Das, was da im vergangenen Jahr zeitweilig geschehen ist, war aus meiner Sicht einfach unerträglich und inakzeptabel. Und das hat allen Beteiligten nur geschadet. Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt da eine klare Zusammenarbeit ist. Ich habe mich sehr gefreut über die Wahlergebnisse der CDU, vor allen Dingen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen jetzt. Ich hoffe, dass es da jetzt auch zu einer entsprechenden Wiederwahl der beiden Ministerpräsidenten kommt. Da muss jetzt intensiv in den Koalitionsverhandlungen darüber gesprochen werden. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt sind da aus der Wahlkämpfersicht natürlich noch die Landtagswahlen in Niedersachsen im Herbst und dann im nächsten Jahr in der Tat in Bayern und in Hessen. Da wollen wir uns gut drauf vorbereiten. Aber klar ist da auch da, klare Prinzipien vertreten, dafür müssen wir einstehen, aber immer um die Sache kämpfen und nicht einander gegenseitig behaken, das wäre auch ganz unchristlich. Lieber Joachim, vielen lieben Dank, für diese, dass du dir die Zeit genommen hast, an unseren Stand heute zu kommen. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern für das Einschalten während des gesamten Katholikentags und ich wünsche dir noch viel Spaß morgen beim Abschlussgottesdienst. Vielen Dank. Vielen Dank und euch vielen herzlichen Dank für euer Engagement. Dankeschön.